Bin ja schon vorgestellt worden, mein Name ist Wolfgang Feist. Ich bin im Moment gerade in zwei Stellen in Europa tätig. Mein einer Wirkungsbereich schon seit vielen Jahren ist in der Stadt Darmstadt. Ich bin da Leiter des Passivhaus-Institutes und seit einem Jahr habe ich den Lehrstuhl für Bauphysik an der Universität Innsbruck inne. Was Sie hier sehen in dem ersten Bild, das ist der Ist-Zustand unserer Bausubstanz im Durchschnitt europaweit. Das sieht zwar alles nicht so heruntergekommen aus wie in diesem Beispiel dieses Objekts in der Thebestraße, aber die Fachleute unter Ihnen wissen das, es kommt eigentlich nicht auf das Rouge an, auf das Make-up, auf die Schönheit der Fassade, sondern auf die Frage, was hinter diesem Anstrich ist. Ja. Hinter diesem Putz ist in diesem Fall etwas, das nennt sich, wir haben erstmal nicht gewusst, was heißt das, TVG-Steine, wissen Sie wahrscheinlich auch nicht. Frankfurt Spezialität Trümmerverwertungsgesellschaft. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man aus allem, was rumlag, mit ein bisschen Zement einen Stein zusammengeklebt, nicht sonderlich tragfähig, und damit hat man diese Häuser erbaut, die bis heute halt dastehen und genutzt sind. Und die Frage, was macht man damit? Man könnte diskutieren, ob man sie vielleicht auch abreißen sollte. Jedenfalls, sie verbrauchen sehr viel Energie und es liegt daran, dass sie sehr viel Energie verlieren, was man auf der Thermografie auf der rechten Seite sieht. So, diese Energie, die sie verbrauchen, hat einen Effekt, den man hier sehen kann, nämlich der Kohlendioxidgehalt unserer Atmosphäre steigt an. Das können Sie ganz einfach nachmessen. Das kann jeder im Grunde nachmessen mit einem ganz einfachen CO2-Messgerät. Die gibt es käuflich, die kann man sich hinstellen, kann man nachmessen, wie hoch die Werte sind. Sie können die Werte aufzeichnen. Das sind Messungen auf dem Mauna Kea in Hawaii, die dort schon seit den 50er Jahren systematisch gemacht werden. Sie sehen einen permanenten Anstieg dieses CO2-Gehalts der Atmosphäre. Und dieses CO2, dieses Kohlendioxid, das ist der Verbrennungsstoff, der aus dem Verbrennen von Kohle, Gas und Öl entsteht, notwendig. Übrigens auch versteht, wenn wir selbst ein- und ausatmen. Also das ist nichts Giftiges. CO2 ist kein Schadstoff im herkömmlichen Sinne. Also wir selbst atmen CO2 aus, wir atmen Sauerstoff ein und verbrennen Nahrungsmittel in unserem Körper zu CO2. Nur das ist ein Kreislauf. Das CO2, was wir ausatmen, wird von den Wäldern und von den Pflanzen über die Photosynthese wieder in Sauerstoff und Kohlenstoff zerlegt. Den Kohlenstoff verwenden die Pflanzen, um daraus Stärke, Zucker und Eiweiße zu produzieren. Das wird dann am Ende, das produzierte Eiweiß, die produzierten Kohlenhydrate, die produzierten pflanzlichen Substanzen, werden dann am Ende nach dem Sterben der Pflanze zu einem großen Teil auch wieder in CO2 verwandelt, entweder nachdem wir sie gegessen hatten oder auch schon im Wald, auf dem Waldboden. Oder, wenn Sie Glück haben, geraten diese Pflanzen in einen Luftabschlussbereich und dann verwandelt sich das Ganze in Erdöl um oder auch in Kohle, je nach Druckverhältnissen. Das heißt, der Kohlenstoff wird innerhalb der Erdkruste gespeichert, bildet große Lager, die kennen Sie, ist auch hier ganz in der Nähe, gab es früher mal Kohleförderung. Das kennen Sie, also man kann diese Kohleflöße direkt anzapfen oder noch viel einfacher, in so ein Erdöllager können Sie einfach eine Bohrung anbringen und dann sprudelt es von selber heraus. Also es ist nichts einfacher, als das Erdöl herauszuholen. Es kostet fast gar nichts aus so einem Bohrturm. Dieses Erdöl, das Öl, das Sie dann gebrauchen können, um den Traktor zu betreiben, das Kraftfahrzeug oder das Haus zu beheizen, das in großen Mengen im letzten Jahrhundert uns zur Verfügung stand, spottbillig zur Verfügung stand, das wir verwendet haben, um es dann in unseren Kraftwerken, in unseren Heizungen, in unseren Fahrzeugen ja, wieder zu verbrennen. Also wieder mit Sauerstoff zu CO2 zu verbinden, zu Kohlenstoff, zu Kohlendioxid zu verbinden. Das heißt also, das Verbrennungsgas CO2, das ist nicht ein irgendwie Spurenabgas, nicht irgendein Schadstoff, der in kleinen Mengen beigemengt ist, sondern das ist das Verbrennungsprodukt. Das ist das, was passiert mit dem Kohlenstoff, der wesentliche Bestandteil der
der fossilen Energieträger ist, wenn Sie den fossilen Energieträger verbrennen im Ofen oder im Benzinmotor. Das heißt, jetzt ist das CO2 wieder dort, wo es früher mal war. Wo es früher mal war, ist auch ein Kreislauf, wo es früher mal war, bevor diese Pflanzen, die hier dargestellt sind, vor diese Pflanzen eingeschlossen worden sind in diesem Erdölspeicher. Jetzt könnte man sagen, naja, was soll's dann? Das ist ein Kreislauf, was soll's dann? Also wir müssen auf die Zeitmaßstäbe an dieser Stelle schauen. Der Zeitmaßstab ist, diese Vorräte wurden angelegt innerhalb von einigen hundert Millionen Jahren. Innerhalb dieser hunderte von Millionen Jahren haben die Pflanzen den Kohlenstoff aus der Atmosphäre herausgeholt, die CO2-Konzentration der irdischen Atmosphäre verringert. Und jetzt setzen wir diese Vorräte innerhalb weniger Jahrzehnte, es geht hier um Jahrzehnte, seit 1950 etwa beginnend, innerhalb weniger Jahrzehnte setzen wir diese Vorräte, die in Hunderten von Millionen Jahren gebunden worden sind, wieder in die Atmosphäre frei. Und das hat einen Effekt, und diesen Effekt kann man vom Mond aus mit bloßem Auge sehen. Das ist das Einzige, was ein potenzieller Mondbewohner mit bloßem Auge an Veränderung auf der Erde sehen kann, infolge der Anwesenheit der Menschen. Sie können mit dem bloßen Auge vom Mond aus sehen, dass die polare Eiskappe, das polare Seeeis zurückgeht. Das sehen Sie hier, das war der Endzustand am Schluss. Ja? Wir haben jetzt ungefähr noch die Hälfte des polaren Seeeises wie vor 20 Jahren. Und innerhalb der nächsten 20 Jahre wird das polare Seeeis verschwunden sein. Das regt manche Leute auf.